Aber viel wichtiger ist, wie geht's denn meinem Baby? Welchem Baby? Viel Spaß in der Schule. Bib, gehst du schon mal vor? Ja, Mann. Spaß in der Schule? Ich wäre viel lieber mit Paula und Messut auf Malle. Oh, ich glaube nicht. Die beiden haben sich so den Magen verdorben, Magen-Darm-Virus eingefangen. Also ich glaube nicht, dass du mit denen tauschen wollen würdest. Doch, alles ist besser als Schule. Ich komme sofort nach, ja? Morgen. Hey. Geht's dir nicht gut? Ja, ehrlich gesagt. Aber sind Elif und Kenner weg, ja. Ja, du, ehrlich gesagt, ist mir ziemlich schwindelig die letzten Tage und übel. Und oh, besonders morgens. Echt furchtbar. Weißt du, wonach sich das anhört? Oh, bitte sag's nicht. Bitte sag's nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe doch meine Tage gehabt. Also zwar leichter und auch ein bisschen verzögert, aber... Naja, wenn es nur ganz leicht war, kann es auch eine Einnistungsblutung gewesen sein, ne? Oh Gott. Habt ihr denn irgendwie nicht verhütet mal? Mal ungeschützt? Doch, wir verhüten schon. Hört sich aber irgendwie schon danach an. Also wir verhüten und es fühlt sich aber trotzdem, also es fühlt sich so an wie bei Paula damals, weißt du? Na du, ich muss eh zur Apotheke jetzt. Ich habe noch Patientenrezepte. Soll ich dir einfach einen Schwangerschaftstest mitbringen? Ich weiß nicht, ja. Dann hast du die Zeit. Oh, vielleicht ist es eine gute Idee, ja. Aber bitte. Also ich muss schnell aufs Klo. Bitte, bitte. Ja. Sag's keinem, ja. Ich halte dich. Oh, ich. Kann ich dich alleine lassen? Can you feel that cold coming in? Ah, Babe, das ist dreckig. Schatz, ist alles okay? Was hast du denn? Oh, ich hab einfach total schlecht geschlafen. Ja, dann mach ich dir einen starken Mokka, dann bist du wieder topfit. Besser nicht. Ich hatte ein Lachsbrötchen und ich glaube, mir ist auch ein bisschen schlecht davon. Ja, und dann kommst du in den Zustand arbeiten. Geh doch nach oben, ich mach das schon. Pips, ist alles okay. Alles gut, wirklich. Wie du meinst. Das war ganz schön. Und wie schön. Gut, danke. Alles gut, super. Können wir das? Ja, ja. Nee, alles gut. Nee, alles gut, sorry, ich muss das mal eben abstellen. Ne? Ist alles danke. Okay? Ja. Bist du auch krank, oder was geht's denn? Nee, ist für meine Patienten. Ah, okay. Wieso auch krank? Geht's um Mesut und Paula? Nee, aber Nina fühlt sich nicht gut, deswegen. Boah, ich habe echt fast eine Panikattacke bekommen, als wenn er den Schwangerschaftstest hat vor Kindern fallen lassen. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber ich wollte einfach nicht, dass Kindern irgendwas mitbekommt. Solange ich selbst noch nicht wusste, was los war. Babe, du gehst jetzt nach oben. Ich mach das nicht alleine. Kannst du bitte auf sie aufpassen und sie nach oben bringen, Sven, ja? Geht das? Klar. Okay. Mach ich. Danke. Deine Tasche? Ja, du sag mal, ist es da ein Waschbär? Guck mal, hinter. Was für ein Waschbär? Hinterm Auto? Ja, was soll ein Waschbärchen suchen? Nee, da war hinterm Reif, aber ja, kann auch eine Katze gewesen sein. Wahrscheinlich. Okay, passt du auf sie auf, bitte. Ja, ja. Schatz, gehst du bitte nach oben. Okay, danke. Ich mache ihren Tee, ich leg sie hin. Ja, danke. Jetzt sag schon, was zeigt das Ding denn an? Noch gar nichts. Wie lange dauert das denn noch? Nur weil du alle 5 Sekunden fragst, wird's auch nicht schnell. Nein. Am besten du setz dich mal. Positiv. Hab ich ja positiv, weißt du, was das heißt? Ja, ich würde mal sagen, dass du schwanger bist, ne? Oh Gott, das kann doch nicht sein. Ich habe eine erwachsene Tochter. Ich
kann auch jetzt nicht noch mal alles von vorne machen. Und ich habe einen Kaffee zu leiten. Und ich, wie soll ich das denn hinkriegen? Atmen, einatmen, ausatmen. Das bringt doch auch nichts. Schaffst du schon. Kriegst du schon. Du, eigentlich kann ich doch gar nicht schwanger sein. Ich nehme doch die Pille. Und da kann man doch nicht schwanger werden. Die ist auch nur zu 99,999% sicher. Oh. Weißt du, was mir gerade einfällt? Vor ein paar Wochen war mir doch so schlecht und ich musste mich übergeben. Also ich habe einmal gekotzt. Mhm. Kann man von einmal kotzen schwanger werden? Also hört die Pille auf zu wirken von einmal? Beweisstück A. Oh Gott. Was gibt's doch nicht? Was mache ich denn jetzt? Oh. Das ist doch eigentlich auch was Schönes. Ich weiß, es war jetzt nicht geplant, aber es ist doch, ihr liebt euch doch, du und Kenan. Und so ein kleines Wunder. Nicht so schlecht? Ein bisschen so. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Bitte erzähl es keinem, okay? Bitte, solange ich mich nicht entschuldige. Ich schwöre. Tja, wie gesagt, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Und egal, wie man sich irgendwie sein Leben planen möchte, das Schicksal sucht sich eh seinen Weg. Aber Leute, ich war echt so geschockt. Ich weiß auch noch nicht, was ich machen soll. Das kommt einfach so plötzlich, so ungeplant. Das haben aber ungeplante Schwangerschaften so an sich. Ne? Aber weißt du, so ein kleines Baby von dir und Kenan. Das wäre schon zuckersüß, oder? Hm? Ja, da gebe ich dir recht. Also, das hat Sandra auch schon gesagt, als der erste Schwangerschaftsverdacht im Raum stand. Du, aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Weißt du, ich bin nur im Chaos hier. Oder wir haben die ganze Zeit Stress, seitdem ich hier eingezogen bin. Es gab nie mal irgendwie was Ruhiges und ich wollte einfach doch auch nur mal entspannen und ja, einfach mal alles genießen und ja, großartig. Jetzt ein Baby. Musst du dich wahrscheinlich erst mal an den Gedanken gewöhnen, ne? Oder sie ist überhaupt nicht eingeschlafen. Siehst du? Ja, okay. Ich hatte recht. Hallo. Hi. Ich hatte einen richtig, richtig coolen Tag. Wer hätte es gedacht? Sehr schön. Oder? Ich jetzt auch super. Okay, bis später. Hey, Ladies. Hey. Na? Alles gut? Warum so still? Lästert ihr etwa über mich? Immer. Eigentlich. Immer? Ja. Aha, immer? Nein. Frauenkram. Ach, okay. Geht dich nichts an. Verstehe. Und, geht's dir besser, Schott? Ja. Ja? Geht auf jeden Fall schon besser. Und Paula und Mesut übrigens auch. Sie kommen so schnell wie möglich nach Hause. Das freut mich. Ja, ich wollte auch nur Elif die Tür aufmachen, weil sie wieder mal ihre Schlüssel vergessen hat. Damit sie dich nicht weckt, weil ich dachte, du schläfst. Ja, ich muss ganz schnell wieder ins Café, weil Jessie kurz eingesprungen ist und es ist richtig viel los. Also bis später dann, ja? Okay. Bis dann. Ich passe auf sie auf. Das ist nett. Danke dir. Ich muss definitiv heute mit Kenan sprechen. Ich muss Klartext mit ihm reden. Boah, ich werde sonst noch wahnsinnig. Ich dreh durch. Das glaube ich auch. Es ist doch wirklich krass, wie so ein klitzekleines Zeichen auf einem angepinkelten Plastikstückchen das Leben innerhalb von Sekunden verändern kann. Heute war was los im Café. Ohne Ende Kundschaft. Aber wenn das so weitergeht, können wir expandieren, Baby. Machen wir ein Franchise. Ja, doch gut aus. Oder? Aber viel wichtiger ist, wie geht's denn meinem Baby? Welchem Baby? Wie, welchem Baby? Dir natürlich. Deine Kopfschmerzen, so, dein verdorbener Magen. Hast du Schlaf nachholen können? Ja, es geht auf jeden Fall schon besser. Ja? Siehst auch besser aus, Schatz. Das ist echt gut. Es ist nur so, ich versuche gerade so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Okay. Weißt du,
weil Svenja ja heute so die Frage so ärgert. Svenja, ja, die war total komisch. Was ist mit dir? Geht's dir gut? Ja, oder wollen Sie schon das Geld wieder zurückhaben, das wir ausgeliehen haben? Nein. Das ja, Gott sei Dank, hör mal. Ich meine, das Café läuft richtig gut, ne? Aber 4.500 Euro innerhalb einer Woche zurückzuzahlen, das wäre schon ein bisschen schwierig. Mhm. Aber das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Das ist gut, das freut mich. Ich muss mich sowieso noch bei den beiden bedanken, Hammer, das war echt hilfreich, ne? Mhm. Boah, und ich Idiot wollte das am Anfang gar nicht annehmen. Ja. Voll dumm von mir. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nett gewesen. Ja. Ich quatsch die ganze Zeit. Sorry, aber das ist einfach nur, weil du mir hier im Café gefehlt hast. Nicht, weil ich nicht klargekommen bin alleine, aber ja, weil ich dich vermisst habe. Ich dich doch auch. Und wir müssen uns endlich keine Sorgen machen. Unser Leben läuft richtig gut. Alles geht bergauf. Ja. Wir fliegen in den Flitterwochen nach Thailand. Ja. Ist das nicht der Hammer? Ja, sehr schön. Wir müssen uns mal nicht um jeden Scheiß Gedanken machen. Das ist doch der Wahnsinn. Ich freue mich auch. Es ist schön, dich so glücklich zu sehen. Ja. Du bist auch glücklich, oder? Mann, Kindern hat mir so aus der Seele gesprochen. Das war doch genau das, was ich die ganze Zeit gesagt hatte. Aber der Gedanke an ein neues Baby kam mir irgendwie falsch vor. Und ich konnte es ihm einfach nicht sagen. Wir haben beschlossen. Ich bin's. Ach, hey. Solltest du nicht oben sein und mit deinem Mann feiern? Oder zumindest mit ihm reden? Och, jetzt sag nicht, dass es jetzt Stress gab wegen der Schwangerschaft. Nein. Ich habe Kindern noch gar nichts von dem Baby erzählt. Es war einfach noch nicht der richtige Moment da. Und ja, ich weiß doch selber auch nicht, was ich machen will. Und ich weiß es nicht. Ich werde natürlich keine Entscheidung ohne Kindern fällen, das ist klar. Aber ich frage mich, ob er überhaupt Zeit hat für ein Kind. Also klar können wir irgendwie, weiß ich nicht, uns abwechseln oder eine Aushilfe einstellen. Aber das Café, das war unser Traum. Das ist unser Baby. Also unser Café-Baby und nicht Baby-Baby. Ich verstehe dich. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, jetzt nochmal schwanger zu sein. Auf der anderen Seite war es halt auch nicht geplant, ne? Und vielleicht nimmst du es einfach so, wie es ist, als Geschenk, als Schicksal. Vielleicht soll ja einfach eine kleine Nike oder ein kleiner Keni auf dieser Welt sein, hm? Du hast ja kreative Namen. Aber du, ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Fan von Abtreibungen. So, also jeder, der einen Grund hat und der nicht möchte, das akzeptiere ich alles. Aber ich, das ist nicht meins. Du musst doch auch das jetzt noch nicht entscheiden. Guck mal, du weißt das erst seit heute. Du weißt noch nicht mal, in welcher Woche du überhaupt bist. Ja. Mach doch erstmal einen Frauenarzttermin. Sprich auf jeden Fall mit Kennern drüber. Schlaf einfach mal drüber. Das sollte ich wohl tun. Und dann weißt du bestimmt irgendwann, was du machen willst. Hm? Ja. Paula. Hey Mama, Mesut und ich haben heute Morgen ganz früh noch einen Flug gekriegt. Ich freue mich auf jeden Fall richtig, euch bald wiederzusehen und bei euch zu sein. Mesut übrigens auch, soll ich von ihm sagen. Kuss, Kuss, hab euch lieb. Ach, wie süß. Ja. Aber siehst du, das kommt ja auch noch hinzu. Ey, was sollen denn die Kinder sagen? Gerade Paula und Mesut. Ich meine, die würden ja dann quasi ein leibliches Geschwisterchen bekommen und sind aber gleichzeitig auch, wie nennt man das dann? Verschwägert? Ach ja, verschwägert, genau. Boah, ich will gar nicht darüber nachdenken. Oh, den will ich hier darüber gar nicht mehr. Ich mache erstmal noch ein bisschen sauber hier. Kann ich
hinten raus, bevor du hier alles anders machst? Es fühlte sich irgendwie falsch an, vor Kindern so ein riesiges Geheimnis zu machen. Im Prinzip ist er ja genauso betroffen wie ich. Also nur, dass das Kind natürlich in mir heranwachsen würde. Aber es ist ja genauso auch Kennans Baby. Kennans und mein Baby. Das hört sich irgendwie voll schön an, oder? Also ich bin Spätgebärende und absolute Risikopatientin. Das Wichtigste ist aber, dass du mit Kennern drüber redest. Was zur Hölle? Paula ist schwanger von Mesut. Das war in dem Moment für mich vollkommen klar. Hey, entschuldige, aber ich muss sofort los. Das ist mein Wagen. Hallo, was war das bitte für ein geiler Typ? Ich wollte euch mal meinen Chef vorstellen. Das ist Daniel Bender. Das war auf jeden Fall meiner.